Moin Leute, heute geht es mal um die Pentax K1. Ich habe die Kamera selber nicht getestet, aber der Timo, der heute neben mir steht, der war sowieso so ein bisschen auf der Suche nach einer neuen Kamera. Du hast aktuell eine 5D Mark II. Eine Canon 5D Mark II und ja, hat gesagt, Mensch, irgendwie so die Spiegellosen bei den Händen. Zeig mal, lass mal einen Handvergleich. Oh Gott. Das, ja, halt mal da in die Kamera. Ja, Bärenpranken, da kann ich natürlich verstehen, dass so eine kleine Spiegellose ist, dann hat dann Spielzeug. Was Spielzeug. Ja, ja, das ist alles zu klein. Ja. Und ja, da hat er mir erzählt, dass er da eh eine neue sucht. Und da sage ich, du, pass auf, dann besorge ich dir einfach mal die Pentax K1. Und wenn du magst, kannst du dir einfach mal so 2-3 Wochen testen. Und dann dachte ich mir, machen wir doch einfach so ein kleines Review-Talk-Interview darüber. Ja? Das schöne Gerät steht hier. Sie liegt in der Tat gut in der Hand. Wie war so dein erster Eindruck? Also als du die einfach mal so ausgepackt, Hand in die Hand genommen, zeig mal, wie die in deiner Hand liegt. Ja, es geht. Geht noch größer. Also es ist, tatsächlich geht es noch größer. Also es wäre so ähnlich wie bei meiner, bei der 5D Mark II, würde ich mir wahrscheinlich den Batteriegriff dazu gönnen. Weil das dann doch nochmal so... Aber da bist du auch tatsächlich eine Ausnahme jetzt. Ich fürchte auch, ja. Ansonsten sehr wertig, sehr stabil. Also sehr, ist halt echt ein Klotz, den man da erstmal so in der Hand hat. Aber insgesamt... Musstest du, war das sofort auspacken und konntest eigentlich loslegen? Oder musstest du jetzt viel irgendwie suchen, wo, ja, was? Ja, es gibt ja einen Automodus. Ist, ne? Ja. Also insofern lief super. nein, ich habe sie ausgepackt, habe tatsächlich erstmal einfach ein bisschen rumprobiert. Am Anfang mit der anderen Linse. Hier hatten wir, du hattest einen 24-70-2.8. Genau. Also ziemlich, ziemliches, in Anführungszeichen, Standardobjektiv oder... Eins, was viele haben. Genau. Für mich bedeutet das immer gleich eine doppelte Umstellung. Also nicht nur eine neue Kamera, sondern ich mache eigentlich auch gar nichts mit Zoom-Objektiven. Mhm. Fühle mich mit den Dingern auch nicht so richtig wohl. Und war dann ganz froh, dass wir es noch hinbekommen haben, eine Festbrennweite zu organisieren. Da ist jetzt drauf ein... 77 mm Blende 1.8 Limited. Von Pentax. Limited. Aber das ist, ich finde das Wert ganz drauf. Cool, das müssen wir mal in der Kamera zeigen. Das hat, ich hoffe, die Kamera sieht das. Das hat hier so eine ausziehbare Gegenlichtblende. Ja. So ein bisschen Leica-Style. Wir haben das auch so ähnlich. Und wenn man das einfach mal größenmäßig sich anschaut, ja. Das ist echt niedlich. Ne? Also gerade im Vergleich jetzt zu dem Zoom-Objektiv, wo das Objektiv selber halt nochmal ordentlich Masse mitbringt, hat man auf einmal ein sehr kleines, leichtes Objektiv da vorne drauf. Mhm. Was das Handling mit der Kamera so jetzt erstmal angenehmer macht. Also es ist nicht mehr ganz so ein Brocken, den man da jetzt in der Hand hat. So, ich stelle mir also immer vor, wenn man dann noch so ein 70 bis 200 da vorne drauf hat dann, oder noch mehr, dann hat man da schon... Kommt dann auf den Anwendungsfall dann drauf an, ne? Ohne Frage. Aber gab es jetzt irgendwas, wo du auf Anhieb gesagt hast oder wo du erstmal rumsuchen musstest? Also irgendwelche Funktionen... Nein, also tatsächlich ist es so, dass man im Wesentlichen alles unmittelbar an der Kamera findet. So wie man das von anderen gewohnt ist, egal ob man jetzt von Nikon oder Canon kommt oder... Ja, also ich kann das immer nur für Canon sagen, weil das nun mal die Kamera ist, mit der ich üblicherweise arbeite. Ich habe zwar mal eine Nikon in der Hand gehabt, aber jetzt nicht wirklich damit Bilder gemacht oder so. Sondern halt wirklich nur mal kurz gucken, wie fühlt sich das an. Und das war es dann eigentlich auch. Also den klassischen Anwendungsfall hatte ich dann nicht. Hier war es so, dass insbesondere, also das Erste, was mir aufgefallen ist, ist, wenn man dieses andere Objektiv da drauf hat, dann kriegt die Kamera schon so einen leichten Hang nach vorne und dann war es zumindest für mich immer relativ schwierig, vorne das vordere Rad zu erreichen, weil man immer so ein bisschen, also die Kamera zieht es runter und dann ist es schon eine Verrenkung, vorne dran zu kommen. Dann hat man immer hier unten in den Genau, Finger. Das ist so und dazu kommt, dass es bei Canon halt eben oben aufsitzt, so, das war dann eh so ein bisschen ungewohnt und so, aber das war es eigentlich auch. Ansonsten ist es halt tatsächlich so, dass im Gegensatz jetzt zu der Canon, wo man bei dem einen oder anderen dann doch nochmal in irgendeinem Menü rumpopeln muss, hier sofort außen für alles irgendwelche Knöpfe findet. Also, die hat unheimlich viel Knöpfe, ne?
Ja, Knöpfe und Räder. Räder, ja, das sind irgendwie 1, 2, 3, 4, 5 Räder. Ja, 4 plus das Steuerkreuz hinten. Stimmt. Und was ich ganz cool finde, ist ja dieses Rad hier oben drauf. Sag mal dazu ein bisschen was. Pentax hat einige der Funktionen, die man also üblicherweise jetzt bei Canon zumindest in irgendwelchen Menüs findet, oben auf einem zusätzlichen Rad untergebracht. Mit dem Rad steuert man sozusagen die eigentliche Einstellung, das, was man jetzt verändern möchte. Zum Beispiel ISO? In diesem Fall ISO, weil das die Kamera ist noch so eingestellt, wie ich dann nachher häufig damit gearbeitet habe. Und auf die Art und Weise habe ich hier den ISO eingestellt und mit dem habe ich es verändert. Also da stelle ich die Einstellung ein, die ich anpassen will und da die eigentliche Anpassung. Und da ist, also ich kann es nochmal in die Kamera halten, also da hat man zum Beispiel ISO drauf, dann hat man eine Belichtungskorrektur drauf, aber auch sowas wie Wi-Fi, was man dann ganz schnell ein- und ausschalten könnte. Also wenn super für Selfies, das ist die Hammer-Selfie-Kamera. Echt, Handy raus, unmittelbar gekoppelt, funktioniert auch super. Also es gibt eine App von Ricoh bzw. Pentax in dem Fall. War problemlos. Und verbindet sich sofort total einfach und ab geht's. Ja. Autofokus ist ja immer so eine Sache. Mhm. Du hast ja das ein oder andere Mal geschimpft mit deiner, mit deiner Canon, oder? Absolut. Also bei meiner Kamera ist es tatsächlich so, dass man außer mit dem mittleren Fokuspunkt, das ist ja der einzige Kreuzsensor bei der Mark II. Jetzt muss man auch dazu sagen, die Mark II liegt natürlich auch schon ein paar Generationen zurück. Also da wollen wir mal fairerweise... Ohne Frage. Ja, wir wollen ja hier kein Hersteller-Bashing machen. Nein, um Gottes Willen. Macht großartige Bilder. In meinem Fall kann ich aber sagen, also Voraussetzung ist, dass der Fokus sitzt. Und das ist bei mir halt häufig eben tatsächlich das Problem gewesen und ist auch einer der wesentlichen Auslöser, warum ich eben mit einer neuen Kamera liebäugle. Ist frustrierend, wenn viel dann daneben liegt, ne? Richtig. Ja. Das war letzten Endes auch das, was nachher im tatsächlichen Arbeiten, also im Nachhinein muss man sagen, die Kamera macht das Fotografieren kompliziert. Mhm. Wieso? Weil man hinterher auf einmal ganz viele Bilder hat, die man nicht mehr aussortieren kann, weil sie einfach nicht sauber sind. Also wie wäre es denn mit erst Hirn einschalten und dann abdrücken? Nee, das ist ja jetzt auch doof. Also lohnt sich das ja gar nicht, dass die Speicherhersteller mittlerweile auf so wenig Platz so viel Speicher machen können, wenn ich dann nicht mehr auslöse. Ist auch langweilig. Aber also da muss ich mal fragen, wie ist denn das Auslösegeräusch? Ist es schön? Das oder fragst du jetzt nur, weil du weißt, dass es nicht so schön ist. Wobei ich ehrlicherweise sagen muss... Für Näherkameras sollte man nach Geräusch kaufen. Ja, nicht ganz falsch. Allerdings muss man, also wenn man das so isoliert hört beim allerersten Mal, dann klingt es tatsächlich etwas langweilig. Ich guck mal, ob ich das jetzt hier... Ja, es ist leise, sehr, sehr zurückhaltend. Ja gut, aber zurückhaltend kann ja... Eine Art von Understatement. Kann ja durchaus... Tatsächlich muss ich sagen, dass ich es im Arbeiten total angenehm fand. Also wenn man jetzt die Kamera wirklich vor den Augen hat und nicht nur einmal, sondern 5, 6 Mal auslöst, weil ich mache es ganz gern, dass man sich halt auch bewegt beim Bildermachen. Also sowohl ich als auch das Model. Und es ist dann halt nicht so aufdringlich. So, also es unterbricht nichts, irgendwelche Gespräche, irgendwelche Anweisungen werden nicht übertüncht, sondern es ist halt tatsächlich... Ist ja auch für Leute, die vielleicht irgendwie so Hochzeitsgeschichten machen, zum Kirche Beispiel und so weiter, ist es natürlich auch eher... Total unaufgeregt, einfach so. Aber nochmal zurück zum Autofokus. Ja, ich muss jetzt einfach mal fragen, funktioniert der gut, schlecht? Wie ist es mit Feld verschieben? Also arbeitest du mit einem Fokusfeld, das du verschiebst, wo du sagst, ich nehme ein Feld und pack mir das an die richtige Stelle? Oder machst du eher das mittlere und dann die Kamera verschwenken? Also so ein bisschen aus der Tradition der Canon, wo man ja sowieso nur ein Feld hat, das man wirklich nutzen kann, war es tatsächlich so, dass ich relativ viel nachher mit einem Feld gearbeitet habe und das dann verschoben habe. Das Verschieben funktioniert relativ einfach. Wenn man die Kamera erstmal so eingestellt hat, dass sozusagen permanent die Funktion auf dem Steuerkreuz auf dem Verschieben liegt. Dann musst du direkt einfach nur... Genau, so dann einfach nur links, rechts hin und her tippen, das Feld wandert und gut ist. Ja, also das hier nochmal um. Und Gleiches funktioniert halt auch bei Mehrfeldmessung. Also sie hat eine...
glaube, 31 Feld- und eine 9-Feld-Messung. Also einmal alle, was also sie so hat. Autofokus. Genau, ja. Mhm. Alle 33, ich glaube 33 mhm. sind es. Autofokusfelder, dann misst sie selber. Das ist mhm. etwas, da komme ich nicht wirklich mit klar, weil ich das so überhaupt nicht kenne. Ja, ich aber auch nicht. Ich finde gerade so, du machst ja auch in erster Linie People. Ja. Ich finde, da ist schon wichtig, dass man den Fokuspunkt selber setzen kann. Genau. In den meisten Fällen natürlich aufs Auge und dann ist es genau der eine Punkt, wo es scharf sein soll. Ne? Genau. Ja. Was allerdings auch relativ gut funktioniert, zumindest wenn man jetzt mit einem 77 mm so ein bisschen weiter weg ist, wo also sozusagen die Fläche dessen, was jetzt scharf sein soll, irgendwie etwas größer wird sozusagen, also einfach in der mit dieser neuen Feldmessung zu arbeiten. Mhm. Also das okay. funktioniert auch ganz gut. Gibt auch eine, also sie findet das auch sehr schnell und sauber, so was sie dann finden soll. Und insofern ist das Arbeiten da etwas einfacher. Und was auch ganz gut funktioniert, ist das mit beweglichen Objekten, mhm. weil mit einem Messfeld, mit einem beweglichen Objekt kann das halt schon mhm. viel gelinch werden. So. Wenn ich da 9 Felder habe, also die Fläche einfach etwas größer, ist es schon schöner. Wie war es bei schlechtem Licht? Hast du auch mal, ich muss mal gucken, du hast ja ein paar Bilder mitgebracht. Hat wunderbar funktioniert. Hast du irgendwas? Also gerade bei denen. Warte mal, wir gehen mal hier rein in die Bilder. Da ist es schon ein bisschen dunkler, ne? Ja, und das ist ein Dachboden. Okay. Wo nun wirklich, das Licht kommt hier durch ja. eine Fensterscheibe zu einem Treppenhaus. Mhm. Und das ist dann eigentlich auch so ziemlich das Einzige an Licht. Wir haben, das sind Bilder, die sind direkt an dem Fenster entstanden. Wir haben auch welche gemacht, die etwas weiter weg waren von dem Fenster, sodass es halt wirklich noch dunkler wurde. Auch die waren perfekt getroffen. Also da war also auch in den schlechteren, dunkleren ja, Bereichen. Absolut. Kein Problem. Nein. Cool. Gar nicht. Also sie hat manches Mal vielleicht irgendwie eine Sekunde länger gesucht. Naja, Sekunde ist jetzt zu viel, aber einen Moment länger gesucht, aber es war wirklich nur so ein gefühlter Moment. Mhm. So, es war jetzt nicht so, dass ich jetzt stundenlang suchen musste oder warten musste und die Kamera da irgendwie wild hin und her gesprungen ist oder so. Lass uns einfach mal ein paar Bilder angucken. Ich finde ja immer Bildergebnisse, also das ist im Endeffekt das, was zählt, ne? Ja. Das, was auf dem, ich wollte jetzt sagen, was auf dem Papier rauskommt, aber im Moment ist es ja noch auf dem Rechner. Ja. Hier hast du was mitgebracht, da würde ich erstmal sagen, ein ziemlich langweiliges Bild, aber das ist, unbedingt. Glaube ich, ist hier dieser Wasserturm in der Schanze in Hamburg, ne? Genau. Was hast du da ausprobiert? Es ging im Grunde einfach nur darum, mal auszuprobieren, was passiert, wenn man den ISO mal so ein bisschen hochdreht. Ah, und ISO 8000, okay. Über ISO 8000. Ich zoome da mal rein so ein bisschen. Etwas, was für mich mit meiner Canon komplett utopisch ist, mhm. weil das würde jetzt schon schwer nach Schneetreiben aussehen. Ja. Wenn man sich das hier anguckt, ein ISO 8000, also ich würde sagen, ich habe das gleiche Rauschverhalten bei 800. Ja. Also das sieht gut aus, ne? Ja. Das ist, was vor allen Dingen, also was ich beeindruckend fand, als ich das Bild hinterher angeguckt habe, war, dass man nicht den Eindruck hat, dass irgendetwas an Schärfe verloren geht. Okay. Also oder an Strukturen, an Kontrasten, ja, okay. am fotografierten Objekt, mhm. das ist halt etwas, was ich bei meiner Kamera jetzt nicht kenne. Sondern selbst hier aus der Distanz lässt sich wirklich noch fast jeder einzelne Stein zählen. Das ist ganz cool hier, die Konturschärfe und der Kontrast an den Konturen, ja. also diese Mikrokontraste, die sehen ganz gut aus. Okay, gut, ansonsten ist das Bild eher unspannend. Ja. Was haben wir denn hier noch? Ja, das ist ein cooles Bild, übrigens ein sehr geiles Bild mit dem Typen, der hier hinten durchläuft. Ja, ich hab auch gewartet. Ja, ja. Also er hat sich lange vorher angekündigt und hat irgendwie irgendwelche Geschichten erzählt. Komm, wie oft hast du ihn durchfahren lassen? Sei ehrlich. Nein, nicht. Also es ist wirklich nur das eine einzige Mal. Er hat die ganze Zeit erzählt, während er auf uns zufuhr. Und ich habe dann irgendwann gedacht, jetzt warte ich einfach ab, bis er genau dahinter ist. So. Ja, Fokus auch super getroffen. Das ist ein JPEG, ist das, ne? Das müsste ein JPEG das sein, ist, warte mal, das ist tatsächlich ein JPEG. Für mich völlig neu. Das war sozusagen auch eine Eigenheit, die ich nicht kenne. So. Die Kamera verfügt über 2 SD-Speicherplätze, also 2 SD-Kartenslots. Mit dem Ergebnis, und die auch weitgehend konfigurierbar. Das heißt, ich kann, ein unmittelbares Backup schreiben lassen, also gleiche Daten auf 2 Speicherchips schreiben lassen. Ich kann auf die eine Karte des RAW schreiben lassen, auf die andere JPEG. Karte des JPEG.
Oder als doppelten Speicherplatz. Genau, komplett. Wobei das, muss man sagen, heute auch Standard ist. Also bei den... Ich sage ja, ich komme immer von meiner alten 5G. Ja, aber ich finde es halt ganz interessant, weil das ist eigentlich auch ein realer oder ein wirklicher Anwendungsfall. Denn ich sag mal, wer jetzt so eine D750 hat oder so, der wird nicht direkt wechseln. Also nur in seltensten Fällen. Ja? Aber da gibt es eigentlich... Genauso wie jemand, der eine 5D Mark III hat mit Objektivpark. Das ist nicht jemand, der typischerweise wechselt. Ne? Also deshalb. Sondern insofern war, um das vielleicht kurz abzuschließen, war es für mich halt spannend. Ich bin halt wirklich beigegangen. Ich habe die eine Karte die RAWs schreiben lassen, auf die andere Karte die JPEGs in einem Schwarz-Weiß schreiben lassen, weil ich eh so ein Faible für Schwarz-Weiß-Fotografie habe und habe die Bilder wirklich so genommen und verändere da auch nichts dran, weil die sind einfach super so. Lass uns hier doch einfach noch mal ein bisschen durchtickern, weil ich finde, man muss auch nicht jedes Bild bis ins letzte Detail erklären. Hier sehr, sehr coole Gegenlichtaufnahme. Noch geiler finde ich eigentlich das hier. Ja. Sehr, sehr cool. Ne? Können wir ja auch noch mal einfach zurücksetzen, dass wir einfach mal sagen, wie sieht das denn aus, wenn es aus der Kamera kommt? Ich denke mal, das wird den einen oder anderen interessieren. Und ja, klar fehlt ein bisschen die Stimmung, ne? Aber das ist halt der typische Effekt, den man hat bei einem RAW. Ne? Aber gerade hier so Fokus sehr schön hier auf der Brille. Schon ein cooles Bild. So, und was ich aber auch sehr schön finde, das ist das hier. Denn hier sieht man mal echt einen tollen Hintergrund. Also ein unheimlich cooles Bokeh. Ne? Ja. Warte mal, das oder auch hier. Ja. Das ist alles mit dem 77er. Alles das 77er. Wahrscheinlich bei Offenblende 1.8, ne? Ja. Also, warum eine Blende zumachen, wenn man sie aufhaben kann, ne? Ja, und dann hast du aber hier noch etwas ausprobiert. Das Bild ist natürlich auf den ersten Blick irgendwie... komplett unspannend. Komplett unspannender Kram. Aber die hat so eine Astro-Tracking-Funktion, die Kamera, oder? Ja, nennt sich Astro-Tracer. Mhm. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe null Ahnung von dem Zeug. Ich mache solche Bilder üblicherweise nicht. Fand es halt jetzt spannend, das mal auszuprobieren. Also der Clou ist, dass die Kamera einen, wie heißt das, schwebend aufgehängten Sensor hat. Mhm. Und nach einem entsprechenden Einmessen, das wird also geführt, da kriegt man also erzählt, wie man das zu machen hat, das sagt einem die Kamera, dann in der Lage sein soll, den Sensor sozusagen bei längeren Belichtungszeiten mitzuführen. Mhm. So, das ist eigentlich das, was die Kamera dann macht. Das heißt, ich bin in der Lage, im ISO ein bisschen runterzugehen, muss das Bild halt eben nachher... Also normalerweise ist halt so, wer das schon mal probiert hat, so bei 30 Sekunden ist meistens so eine Grenze. Ab da fangen halt Sterne an, Schlieren zu ziehen. Und dann ist man halt oft genötigt, also wirklich mit Blende 1.4, ISO 6.4 zu fotografieren, um das überhaupt hinzubekommen. Und hier kann man jetzt wirklich sagen, man macht die Blende einen Tacken zu, man geht mit der ISO ein bisschen runter, geht dann vielleicht auf Belichtungszeiten von 2, 3, 4 Minuten und die Kamera führt dann den Sensor dann mit. Ich habe die Grenzen da nicht ausgelotet, so, weil wie gesagt, es ist einfach nicht meine Art zu fotografieren. Okay. Wir haben es krampfhaft versucht, tatsächlich irgendwie die Milchstraße zu finden, aber... Ich glaube, das ist auch hier in unseren Breiten mit der ganzen Lichtverschmutzung schwierig. Ne? Ja, absolut. Aber was mich da nochmal zu bringt, ist Bildstabilisator, weil der Bildstabilisator ist ja auch durch diese Aufhängung realisiert. Das heißt, die Kamera hat ja den Stabilisator nicht im Objektiv, wie das Nikon und Canon haben, sondern... Wie sind da die Erfahrungen? Hast du das mal ein bisschen ausgereizt? Ja, schon. Wobei ich jetzt gar nicht weiß, ob wir da ein Bildbeispiel für haben. Aber tatsächlich war es so, dass man also relativ weit runtergehen konnte. Ich habe eh die Erfahrung, also, dass ich das ganz gut hinkriege. Keinen großen Tatter oder so, das geht alles noch. Ne? Nach entsprechender Zufuhr von Alkohol funktioniert das. Aber insofern, ich komme eh relativ weit runter, aber da ist der Spielraum wird mit der Kamera nochmal deutlich größer. Kannst du deine Hausnummer sagen? Also ich habe mit dem 77 mm, ich meine irgendwie bis zu einem 30stel irgendwie so aus der Hand jetzt runter fotografiert. Das ist okay. Ne? So. Ja. Wie gesagt, es war nicht ausgereizt, es war jetzt halt aus der Situation heraus. Ich habe mir tatsächlich vorgenommen, die Kamera weitestgehend so zu benutzen, wie ich jetzt sie benutzen würde, wäre es meine.
Ja, also soll ja auch unseren Praxistest soll auch kein umfassender Test sein. Also wir können jetzt hier auch nicht jede Funktion vorstellen. Ich glaube, da gibt es halt auch jede Menge Berichte im Internet, wo das wirklich detailliert. Mir geht es einfach mal darum zu sagen, wie sieht das aus? Du hast damit deine Bilder gemacht. Ja. War das halt jetzt gut oder schlecht? Ne? Und viele Sachen, es ist eigentlich auch so ein typischer Fall, viele Sachen nutzt man ja eventuell gar nicht. Ne? Also die Kameras haben ja teilweise mehr, als sie dann letztendlich wirklich können. Wie haben dir so die Bildergebnisse einfach persönlich gefallen? Also wenn du jetzt sagst, du hast sie bearbeitet, war das jetzt ein großer Unterschied zu der Canon? Oder sagst du, Mensch, das ist eigentlich nicht so der Riesenunterschied? Also erstmal war es tatsächlich im Fotografieren Unterschied. Mhm. Also ich habe im Fotografieren gemerkt, dass ich mich viel weniger mit der Technik auseinandersetze, als ich es üblicherweise mache. Okay. Ich konnte mich tatsächlich, das sieht man in den JPEGs, weil ich halt wirklich in den JPEGs ganz viele Bilder habe, wo man so komplette Reihen sich durchgucken kann und dann feststellt, das ist alles brauchbar. Also kann jetzt über Bildschnitt und Mimik und Ähnliches diskutieren. Kannst du ja nicht auf die Kamera schieben, oder? Nee, eben. Deswegen sage ich ja, darüber kann man sicherlich diskutieren, aber erstmal rein technisch gesehen ist das Bild halt in Ordnung gewesen. Und das war etwas, was für mich jetzt durchaus mal neu war, weil ich in dem Moment, wenn du dir die von Saskia hier anguckst, die Bilder, das ist halt wirklich einfach ein Auslöser nach dem nächsten und die Bilder haben funktioniert und waren da. Und das ist für mich tatsächlich ein bisschen neu gewesen. Okay. So, also es hat beim Bearbeiten selber nachher, ist es halt schon ein Unterschied, ob man jetzt knappe 20 Megapixel vor sich hat oder 36. Also so Speicher ist so ein Thema für mich jetzt. Speicher, ne? So, weil die Bilder werden halt immer einen Tick größer. Ja. Und beim Import braucht man vielleicht auch noch mal ein Sekündchen länger. Mhm. Aber das Bildergebnis hat mich total überzeugt. Also ich fand das Bildergebnis, wenn ich mir jetzt nur die RAW-Bilder angucke, stelle ich halt fest, dass ich gerade in den Kontrasten, in diesen Kantenkontrasten und so weiter, das ist alles viel sauberer und präziser, als das jetzt bei meiner der Fall ist. Was ich ja auch ganz cool finde, es sind so Kleinigkeiten an der Pentax. Ne? Ich weiß nicht, ob die Kamera das jetzt hat, aber das ist ja, wenn man die hochkant dreht, dass einfach mal das Display mitdreht. Ja. Ja, das finde ich cool. Oder wir haben noch gar nicht über das Klappdisplay geredet. Nee. Hammer. Ja, das ist ja. Das ist auch kein Klappdisplay, das ist ein Griff zum Werfen der Kamera. Ja, das ist. der ein oder andere wird jetzt einen Herzinfarkt bekommen, aber. Mein Mann bei Pentax, der hat das selber so vorgeführt und dann mache ich das auch nach. Also sowas darf man mir ja nicht zeigen. Ja, und da kann man die Kamera einfach so dran spazieren führen. Hast du da mal mit gearbeitet mit dem Klappdisplay? Hast du mal mit Live View gearbeitet? Ja, ich mache normal relativ wenig mit dem Live View, was natürlich für so rückenkranke alte Herren immer ganz toll ist, mit kaputten Knien und so. Ja. Ist, wenn man jetzt also gerade von unten so ein bisschen fotografieren will, hat man dann die Chance, tatsächlich die Kamera mal nach unten zu bewegen, selber aber eben deutlich da drüber zu bleiben, ohne sich jetzt gleich wieder in den Dreck werfen zu müssen. Was mir aufgefallen ist, also ich habe es ja nur so auf die Schnelle mal getestet, aber was mir aufgefallen ist, ist, dass der Autofokus über Live View zum Beispiel viel, viel schneller ist als bei meiner D750. Ja, das ist also bei der ist ja wirklich so. Ja. Ist jetzt nicht auf dem Niveau von der spiegellosen, aber ist schon. Ja, ist anständig. Ist schon also so, kann man gut mitarbeiten. Kann, also auch ohne jetzt das Model irgendwie stundenlang in verrenkten Posen halten zu müssen, lässt sich relativ schnell und einfach ein Bild damit machen. Also da kann man halt wunderbar mit um die Ecke fotografieren. Definitiv ein Highlight. Was ich bei Pentax auch cool finde, das ist jetzt keine Eigenheit von der K1, ich weiß nicht, ob du das mal ausprobiert hast, aber dieser grüne Punkt. Hast du das den mal Zentrieren. Probiert? Also ich kenne den tatsächlichen, also das, was man immer mal wieder hat, oder lässt sich belegen, das habe ich gefunden, was er genau macht. Standardmäßig ist er dazu da, um, wenn du jetzt im manuellen Modus bist, ich zeige dir das mal, und du hältst die Kamera jetzt ein, dann drückst du einmal auf den grünen Punkt und dann stellt er dir die vor. Dann sagt er jetzt Blende 1,8, 160stel und dann stellt er die Werte im manuellen Modus schon so ein auf die normale Belichtung. Das heißt, wenn du jetzt wirklich völlig out of range bist. Hätte ich wohl doch die Bedienungsanleitung lesen müssen. Ich sage das ja nur, weil ich das persönlich als Funktion halt sehr cool finde. Ja. Ne? Also es ist dieser grüne Punkt, da drückt man einmal drauf und dann hat man zumindest schon mal Werte, die so in der Nähe von dem sind, was man wirklich braucht. Ne?
Sehr, sehr cool. Ja, haben wir noch irgendwas vergessen? Mit Sicherheit. Also es gibt tausende von Funktionen an dieser Kamera. Was mich jetzt eigentlich am meisten interessiert an der ganzen Geschichte, wie fällt dein Fazit aus? Ich meine, du bist ja nun tatsächlich momentan so ein bisschen am Gucken. Ja. Und ich meine, wie schätzt du das ein? Also es ist ja so, Canon und Nikon sind nun mal die Platzhirsche. Und mit Sicherheit ist da auch, also da ist ja Objektivangebot groß, auch von den Fremdherstellern, Sigma, Tamron, Tokina und so weiter. Mich interessiert jetzt mal, wie du das sehen würdest. Wärst du verleitet zu wechseln oder würdest du eher sagen, nach Pentax ist mir doch... Also da wir es nicht mehr so wahnsinnig weit haben zur Fotokina, würde ich mich jetzt ad hoc wahrscheinlich schwer damit tun zu sagen, ich will das Ding haben und egal was da kommt, so wenn man so ein bisschen so die Gerüchteküchen verfolgt, dann kündigt sich ja das eine oder andere an. Also bei Nikon die Facelifts für die 810 und die 750 und bei Canon eben eine mögliche Mark IV von der, aus der 5D-Serie. Und insofern würde ich mich jetzt wahrscheinlich oder tue ich mich vielleicht so ein bisschen schwer, jetzt unmittelbar Ja und Hurra zu schreien. Von den Ergebnissen und von dem Handling der Kamera, mal abgesehen vom fehlenden Batteriegriff. Aber den gibt es ja, glaube ich. Den gibt es, den gibt es. Ja. Aber er war jetzt nicht dran. Ja. So. Wäre es jetzt im Moment so, dass ich jetzt nicht sagen muss, es muss jetzt unbedingt bei mir bleiben. Also ich kann mir total gut vorstellen, mit dieser Kamera zu arbeiten. Weil das Arbeiten wirklich Spaß gemacht hat. Ich habe meines Erachtens schöne Ergebnisse erzielt. Die Linse macht Spaß, also tatsächlich, weil die ein irres Bokeh hat. Also das, der Look dieser Linse ist einfach cool. Was mich ein bisschen abhält oder abschreckt, ist tatsächlich das aktuelle Linsenangebot. Was insbesondere im Bereich der Festbrennweiten doch sehr eingeschränkt ist. Okay. So, also es gibt von Pentax selber eine Reihe an Zoom-Objektiven, aber irgendwie jetzt so die Brennweiten, mit denen ich arbeite, also 35, 50, 85, vielleicht ein 135er oder sowas, das findet man jetzt im Moment nicht so unbedingt. Okay, also da habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Ich hätte Es gibt aus dieser Limited-Serie Möglichkeiten und es gibt die Möglichkeit über Adapter die Linsen für die Mittelformatkameras von Pentax zu nutzen. Aber das ist jetzt nicht so unbedingt mein Fokus. Ja, okay. Wenn man jetzt als Beispiel Sigma nimmt, dann gibt es das 35 mm aus der Art-Serie, gibt es für das K-Bajonett der Pentax. Das 50 mm schon wieder nicht. Das finde ich ärgerlich im Moment und wäre für mich eigentlich so der Punkt, wo am ehesten jetzt was passieren muss, um wirklich diese Kamera zu einer Alternative zu machen. Okay. Rein qualitativ ist die meines Erachtens über jeden Zweifel erhaben. Also es funktioniert alles super. Kommt und jeder ist preislich ja, glaube ich, auch ganz attraktiv. Ne? Ich glaube, die kostet 2000 Euro, der Body. Genau. Und ist damit schon relativ weit vorne. Ne? So. Ja, cool. Ich glaube, jetzt haben wir uns schon wieder tierisch verquatscht hier, sind wahrscheinlich gleich bei knapp einer halben Stunde. Eigentlich sollte das Ganze nur eine 15 Minuten Kurzreview sein. Aber ich denke mal, wer sich für die Kamera interessiert, der wird das auch bis hierhin geschaut haben. Timo, vielen Dank für diesen ersten Eindruck. Sehr gern. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Tschüss.